was war mein Schlüsselerlebnis, mein Damaskus-Erlebnis? Also zum einen glaube ich, es gab eine Diskussion, die bei mir so den Boden bereitet hat für diese Idee. Und das war eine Diskussion, die kam eher aus einer ökologischen Ecke. Die hatte die Junge Linke Sachsen immer vorangeschoben. Und da ging es, das war von einem, ja eigentlich von einem Ökogut kommende Debatte, nämlich darum, was ein purer Arbeitsfetischismus mit unserer Gesellschaft anrichtet. Dass total sinnlose Produkte hergestellt werden, ja, dass man sich immer wieder was Neues ausdenkt. Und diese Debatte, die halt den Stellenwert von Arbeit hinterfragt hat, war für mich ganz zentral. Und dann gab es irgendwann die Situation, ich hatte es schon angedeutet, Partei kommt in die Krise, ich muss zum ersten Mal kandidieren als stellvertretende Bundesvorsitzende. Sie müssen wissen, ich war davor, habe ich Kommunalpolitik gemacht und Landespolitik und das war so mein Horizont. Und innerhalb weniger Wochen musste ich sozusagen auf immer mich auf so eine Kandidatur einstellen. Und ich fand, wenn man für eine Partei wie die PDS, die Partei des demokratischen Sozialismus, heißt, antritt, dann muss man eigentlich schon zumindest versuchen zu beantworten, wie denn so ein Weg zum demokratischen Sozialismus aussehen könnte. Und viele haben da so, ja, viele haben sich vorgestellt und haben halt erzählt, wie viele Kinder sie haben und was weiß ich nie, was sie Nettes machen. Und ich fand aber, das ist mir zu platt. Also man muss schon ein bisschen was erzählen, was man so auch für Vorstellungen hat. Und habe dann gesagt, ja, also finde jetzt nicht, dass unbedingt die Verstaatlichung der Weg zu der besseren Gesellschaft darstellt, sondern ich finde, es gibt so verschiedene Wege, zum Beispiel kostenloser Bus- und Bahnverkehr, Arbeitszeitverkürzung auf 20-Stunden-Woche und ein bedingungsloses Grundeinkommen gehört dazu. Ja, die Begeisterung hielt sich bei einigen in Grenzen. Mein Wahlergebnis war auch nie ganz so gut, aber ich wurde trotzdem gewählt. Und bei einigen gab es extreme Begeisterungsstürme. Und da hat sich dann auch so ein Kreis von Leuten, denke ich, herausgebildet, die dadurch dann auch angespornt waren, die Idee des Grundeinkommens in der Partei voranzubringen. Und für mich war es wirklich die Frage, wie kann ein Weg zu einer besseren Gesellschaft, die ich jetzt demokratischen Sozialismus nennen würde, aussehen, ohne dass es wieder die Gefahr besteht, dass der Weg im Tal der Tränen und der Entbehrung endet.